obdachlos. Und das spielt relativ gegen Ende. Nachgejagt, wenn ich richtig sehe. Und in der Nähe von Gebrochen und des Prologs. Wir werden also gesucht. Und sind draußen. Ohne Heimat. Ohne Bezugsperson. Das sieht nicht gut aus. Bei so einer Kälte draußen sein. Nein, danke. Und wer weiß, ob sie noch irgendwelche Verletzungen davonträgt. Ich denke schon, so wie sie humpelt. Was tun? Kommt da jetzt gleich ein Anruf oder was? Oder rufen wir jemanden an? Okay, Geld haben wir scheinbar noch. Wenn auch nicht viel, vermutlich. Für einen Anruf reicht's. Nathan anrufen? Bringt das was? Nathan? Jody, wo bist du denn? Dem Monster. Die sind überall. Großer Gott, Jody, was ist mit dir? Ich bin müde. Ich bin so fertig. Ich glaube, ich schaff's nicht mehr. Sag mir doch, wo du bist. Ich komme. Ich komme jetzt sofort, Jody. Jody! Sie und Nathan haben auf jeden Fall eine Beziehung, die nicht zu unterschätzen ist. Man hat es ja auch gerade in der anderen Szene gesehen. Er sorgt sich schon sehr krass um sie. Und... Wow, holy shit. Er war sowas wie der Ersatzvater. Verdammt. Nein! Scheiße, falscher Knopf! Verschwindet! In Ruhe. Die kommen wieder. Die kommen wieder. Das gibt's doch nicht. Wir sollen verschwinden. Sag mal. Wie werde ich die Biester denn los? Scheinbar irgendwas anders machen. Das funktioniert so nicht. Hä? Was zum Teufel? Der Typ hilft mir nicht mal. Sieht er denn nicht, dass ich da am Boden liege? Aber ich kann auch nicht zu ihr zurückkehren. Ich versuche es die ganze Zeit. Ich kann die Eiden an sich nicht abbrechen. Kann ich ihr ansonsten irgendwie helfen? Es gab doch mal so eine Möglichkeit, Wunden zu heilen. Geht das nicht? Nein. Alter. Moment. Dann versuche ich ihn einfach mal direkt anzutippen. Hallo, guck dich doch mal um. Mann, jetzt lass doch die Mülltonne und schau dich mal um. Ich brauche Hilfe. Hey, wer ist da?
Ich muss mir das einbilden. Ach, endlich. Nee, der beklaut mich jetzt aber nicht, oder? Zum Glück. Ich hab echt gedacht, der will mich jetzt beklauen. Ich meine, hätte ja sein können. Ist auch ein Obdachloser. Wir müssen auch schon, wo sie hinkommen, aber... Wenigstens hat er noch das Herz am rechten Fleck. Jody, nein! Hä? Was ist das denn jetzt? Komm schon. Trink. Hey. Ich hab schon gedacht, du wirst nie mehr aufwachen. Wo bin ich? Das ist mein Apartment. Nicht so luxuriös, aber... Es reicht. Ich hab dich gefunden vor ein paar Tagen. Du warst ziemlich hinüber. Du hast dich um mich gekümmert? Komm schon, ist deren Sache. Du konntest da nicht bleiben. Eingehen wie ein Hund auf der Straße. Ich bin Stan. Wie heißt du? Jody. Willkommen im Land der Lebenden, Jody. Es ist schön, mal wieder Gesellschaft zu haben. Etwas Kaffee? Stark. Schmeckt echt scheiße, aber ist gut gegen die Kälte. Hey, hey, nichts gegen Kaffee, ja? Vorsicht, heiß. Wie lange bist du schon auf der Straße? Ein paar Wochen. So ungefähr. Bei mir sind es jetzt schon 3 Jahre. Ich dachte schon so oft, dass ich verrecken werde. Oder komplett ab, ey. Aber man gewöhnt sich wohl an alles. Sogar, dass man nichts hat. Auf der Flucht. Eltern? Durchgeknallter Freund? Sowas? Nein, nichts in der Art. Stress mit den Bullen, ne? Naja, das ist auch echt nicht mein Bier. Solange du keinen umgebracht hast, passt das schon. Naja. Kannst du irgendwo hin? Familie? Freunde oder sonst irgendjemand? Ich will echt nicht darüber reden. Ja, du hast recht, tut mir leid. Sorry, das ist wirklich nicht mein Bier. Wenn du willst, dann bleib. Ich hab nicht viel, aber... Wir können gerne alles teilen. Danke. Der ist ja fast schon zu nett. Ganz ehrlich, ey. Oh, da sind noch andere. Also ich hoffe mal, der Typ ist ehrlich. Ich bin ja auch sehr ehrlich zu ihm gewesen. Bis auf die letzte Frage, wo ich ausgewichen bin. Aber wie gesagt, der ist ja fast schon zu ehrlich. Und zu nett. Ich behaupte mal, in der Realität gibt's das eher selten. Hi. Hi. Ja, können wir auch noch über was anderes reden? Scheinbar nein. Naja, ich hätte mich gerne angefreundet. Kann ja nicht schaden.
Übrigens cool, dass der Typ die Stimme von Joel hat. Das ist der Last of Us. Ja, da freue ich mich natürlich auch schon drauf. The Last of Us 2. Der hier hat sogar Musik am Start. Was macht der da? Ja, ich will dann mal nicht stören. Bei dir dasselbe, oder? Nur mit Alkohol. Mädel! Du bist zurück von den Toten? Halleluja! Preise den Herrn! Willkommen in unserem magischen Königreich, my lady! Alles klar. Gab's da hinten nicht noch so ein Hintertürchen? Ah, Moment, was war das? Ein Messer. Nicht verkehrt. Hey, 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 hey! Hallo? Ja, weglegen! Das kann doch jetzt nicht Ihr Ernst sein. Hätte man sich da jetzt killen können? Nee, also ich glaube nicht. Wahrscheinlich wäre dann irgendjemand dazwischen gegangen. Aber selbst wenn... Warum sollte man das tun? Weder im Spiel noch im Real Life, das ist niemals der richtige Weg. Ich meine, klar, die Situation ist scheiße. Aber man muss einfach das Beste draus machen. Und niemals diesen Weg gehen. Sondern vielleicht diesen hier? Ah, nein! Du bist hier am Zittern. Nimmst du Drogen? Nein. Nein, 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 nein. Das ist es nicht. Es ist schwer zu erklären. Na, dann lass es doch. Spaß dir. Damit das klar ist. Ich hab kein Dope und ich hab keinen Bock auf den Scheißdreck. Nein. Nein, ich nehme keine Drogen. Okay, das ist die Wahrheit. Verständlich, dass er das glaubt. Das würde jeder bei dieser Reaktion. Aber er kann eben nicht sehen, was wir sehen. Was ist eigentlich, wenn ich da rausgehen will? Geht das? Ja. Geht. Und wenn ich das richtig sehe, dann sind wir hier ganz klassisch unter einer Brücke. In der Innenstadt. Ganz in der Nähe der Zivilisation. Hätte ja auch sein können, dass er uns an irgendeinen abgelegenen Ort geschleppt hat. Ne? Man weiß ja nicht, wo die leben. Aber... Nee. Da ist unser Vorrat schon leer. Wir haben nichts mehr zu essen. Wir müssen was besorgen. Willst du sehen, wie alles bei uns hier so läuft? Ja, ich komme mit. Wir sollten helfen. Allein schon, weil er uns auch geholfen hat. Die Frage ist nur, wie läuft das jetzt ab? Klaut er was? Wühlt er in Mülltonnen? Geht er betteln? Da hat jeder seine eigenen Wege und Prinzipien. Wir brauchen etwa 5 Dollar. Das reicht für was Warmes. Wir versuchen es hier. Ich hoffe... Die Kälte macht die Leute großzügiger. Okay. Ganz ehrlich betteln also. Na gut. Mir ist so kalt. Ja, für ihn ist es schon Standard, ne? Aber hey, er hat wenigstens einen Kaffee. Der hält warm. Wie lange braucht man für 5 Dollar?
Tja, weiß nicht, das hängt ganz von den Leuten ab. Vielleicht ein paar Stunden? Oder eine Woche? Ja. In L.A. habe ich es ja selbst miterlebt. Aber da kann man mitunter schon ganz schnell drankommen. Ich bin am Verhungern. Tja, du wirst warten müssen, bis wir Geld kriegen. Denk an was anderes. Es kam halt ganz drauf an, wie man sich verhalten hat, ne? Hey, Stan. Ich glaube, das macht wenig Sinn. Wir sitzen beide am selben Platz. Ja. Ich versuch's mal da drüben. Viel Glück dann. Eigentlich eine ganz gute Idee. Jetzt auf der anderen Straßenseite, oder was hat sie gemeint? Mit da drüben. Ich gehe einfach mal weiter. Nee, also bei mir ist es auch so gewesen, es gab tatsächlich ziemlich freundliche und gesprächige Bettler, sage ich jetzt mal. Klar, die wollten halt im Endeffekt auch nur Geld, aber die haben sich wenigstens Mühe gegeben und waren, ja, normal. Und ich habe mich mit einigen echt gut unterhalten können. Und ich habe denen dann auch was gegeben, kein Ding. Dass normale Leute sind, unaufdringlich, dann passt das schon. Ich habe auch was anderes erlebt. Ich bin in KFC gegangen und da hat mich einer verfolgt, so von wegen, hey, ich habe Geburtstag und ich brauche hier und da einen Dollar. Oh, das war so schrecklich. Der hat mich mit rein verfolgt, in den Laden rein und hat einfach nicht aufgehört, mich zuzulabern, obwohl ich mehr als deutlich gemacht habe, dass ich keinen Bock auf das Geschwafel habe. Also es gibt halt solche und solche, ne? Ich fand, die nettesten und zivilisiertesten, sage ich jetzt einfach mal, waren tatsächlich beim Pier. Bei Venice Beach, obwohl das so ziemlich die Anlaufstelle Nummer 1 ist, ne? Wo du ja dann eigentlich das Chaos erwartest. Aber nein, da waren ganz normale Leute da, die haben dich nicht bedrängt, die waren nicht besoffen, die waren nicht bekifft. Mit denen konnte man sich super unterhalten. Gut. Oder doch Pizza? Ja, Burger oder Pizza, das ist genau. So, das ich hab gesagt, ist deren einziges Problem, wie es ausschaut. Wir wären sehr froh über Burger oder Pizza oder auch einfach nur ein Brot. Aber man darf halt auch nicht vergessen, die Armut in den USA ist heftig und da kümmert sich halt auch kein Schwein dann um dich, ne? Und L.A., ja, da sieht man's. Da sieht man sehr, sehr krass diese Schere zwischen Arm und Reich. Ja, sehr ehrlich, ne? Such dir einen Job, du Schnorrer! Was passiert mit mir? Wow. Das ist assi. Das ist nicht, was ich wollte. Ja, wer will das schon? Also weitergehen, oder was? Oh, ernsthaft? Muss ich? Ja gut, wäre ich in ihrer Situation vollkommen aufgeschmissen und in Kälte. Ja, natürlich würde ich mir ein paar Euro holen. Guckt auch keiner? Alles klar. Ich hoffe, das geht gut. Aber da wird doch jetzt gleich ein Alarm losgehen, oder nicht? Ja, wir können das nicht machen, Aiden. Ich bin kein Dieb. Boah, shit, ey. Liegen lassen, nehmen. Gerade habe ich gesagt, ich würde es machen. Ich muss es tun. Vor allem, ich kann ja auch den anderen damit helfen. Wir haben genug. In so einer Bank schadet es jetzt auch nicht. Los, sehen wir, wie es denn geht. Natürlich war es Diebstahl und nicht okay, aber komm. Wie läuft's denn? Nicht gut. Du? Siehste? Heilige Scheiße. Jody, woher hast du so viel Geld? Gefunden. Jody, wenn du das Geld gestohlen hast... Es wird ganz bestimmt niemand vermissen. Damit kriegen wir heute was zu essen. Stan, ich hab dafür niemanden umgebracht.
kauf uns jetzt Essen davon. Du bleibst hier. Eben. Hätte man es irgendeiner Person klauen müssen oder so, hätte ich es nicht gemacht. Aber aus einem scheiß Automat. Komm. Aber wie viel hat sie sich denn geholt? Ich dachte, wir wären so bei 5 bis 10 Dollar. Das klang jetzt eher nach 50 bis 100. In der Lotterie gewonnen, Alter, kannst du nicht. Oh, scheiße. Hey, ich will keinen Ärger. Ärger? Das ist so respektvoll, Alter. Sind wir uns die Ärger etwa? Oh, komm schon, willst du das, Ed? Ja, schon der Weihmann. Oh, das verdammte Arschlöcher. Die filmen das sogar. Wir müssen dazwischen gehen. Du bist noch zu schwach, Alter. Wie bitte? Er ist zu schwach? Mach das selbst. Was? Haut ab, dann passiert euch nichts. Schaut mal hier. Der alte Opa hat eine kleine Freundin. Lass laufen, ey. Los, demonstrieren wir ihm, was wir mit kranken, verschissenen Miststücken tun. Was willst du, du Schwein? Ihr kleine Dreckspisse. Jetzt geht's schön aufs Maul. Fuck, oh fuck, oh fuck. Blöde Situation. Bleib liegen, Mafaga. Fuck! Das Miststück ist krank! Wir sehen uns später, Miststück. Verdammt, ich hau ab! Hey. Wie hast du das gemacht? Ich war eine Zeit in der Army. Ja, aber da waren 4 von ihnen. Du warst allein. 4 Arschlöcher. Die wissen nicht, wie man kämpft. Los, raus hier, bevor sie wieder kommen. Okay.